Mit Das Erbe der Könige versuchte Blue Byte 2004 ein Wettersystem in die Siedler zu integrieren und erreichte damit nicht wirklich etwas. So sehr ich Erbe der Königes Rahmenthema mag, Wetter war völlig fehlkonzipiert. Was im Gegenzug die Frage aufwirft, ob man ein solches System überhaupt sinnvoll in ein Aufbauspiel RTS-Hybriden integrieren kann. Ich glaube, dass es möglich ist und einige neue Differenzierungsmöglichkeiten für die Völker eröffnet, aber weitaus besser durchdacht werden muss als damals. Das hier war bisher die größte Herausforderung, noch nerviger als die Standardsiegbedingungen, und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass ich auf jede wirkliche Frage eine Antwort hätte, aber ich glaube, es wird Zeit, das zu präsentieren, was auf Discord erarbeitet wurde. Ein Grundproblem aus Das Erbe der Könige ist ganz einfach. Man hat hier Wetter und Jahreszeiten gleichgesetzt. Es gibt für die ganze Karte nur drei Zustände: Sommer, Regen und Winter. Sommer ist hier der Standard, Regen verringert ein wenig die Sichtweite und Winter diente scheinbar als Ausrede, um keine Schiffe programmieren zu müssen, weil Einheiten dann einfach über zugefrorene Gewässer marschieren konnten. Nach Siedler 4 hat übrigens kein Siedlerteil, abgesehen von den Remakes, echte Schifffahrt. Über diese Effekte hinaus hat Wetter aber keine spielerische Wirkung. Selbst stundenlanger Winter hält eure Bauernhöfe zum Beispiel nicht davon ab, eure Siedler mit Essen zu versorgen. Zunächst habe ich versucht, Wetter und Jahreszeiten zusammen mit Bewässerung in das bestehende Siedler 3 und 4 System zu integrieren. Dabei habe ich aber auch die Logik ungefähr übernommen, die diese Spiele betreiben. Nach S3 und S4 Logik ist ein Ort eine Wüste und deshalb wäre es dort heiß und würde es dort nicht regnen. Statt umgekehrt, dass ein Ort eine Wüste ist, weil es dort heiß ist und wenig Niederschlag zu erwarten ist. Zwischen den diversen Pflanzen der Völker, den Landschaftstypen, die wir bereits kennen und denen, die wir vielleicht noch haben wollen, war dieses System einfach nicht haltbar. Es hätte sehr viele Sonderregeln gebraucht und spätestens wenn sich Terrain durch Magie, Wettermanipulation oder das dunkle Volk verändern sollte, fiel alles auseinander. Die Lösung fand sich in einem neuen, wesentlich dynamischeren System, Biomen. Statt Bodentypen wie Wüste, Gras oder Schlamm gibt es einen Grundbodentyp, dessen genaue Beschaffenheit von dem Biom bestimmt wird, in dem er sich befindet. Die Biome selbst sind an zwei Achsen positioniert, Temperatur und Niederschlag. So bekommen wir zum Beispiel problemlos drei Wüstentypen unter: Sandwüste, Felswüste und Schneewüste, die zwar alle wenig Niederschlag haben, sich aber in ihrer Temperatur unterscheiden. Wir gehen aktuell von einer Skala mit drei Niederschlagswerten und drei Temperaturwerten aus, wobei sich ein Gebiet wie die Aschlande aus Siedler 2 außerhalb dieser Skala bewegen könnte, solange nicht gewollt ist, dass der Spieler es durch Wettermanipulation selbst erschaffen kann. Sowohl Magie als auch Technologie können Biome beeinflussen. Der Abkürzungszauber wird ein echter Terraforming-Zauber, der das ursprüngliche Biom komplett überschreibt und euch ein zum entsprechenden Volk passendes ersetzt. Technische Wettermanipulation unterdrückt dagegen nur das ursprüngliche Biom und erzeugt die gewünschten Bedingungen, aber wenn die entsprechenden Gebäude zerstört oder anderweitig außer Betrieb gesetzt werden, setzt sich das ursprüngliche Biom nach einiger Zeit wieder durch. Der Fruchtbarkeitszauber der Mayas würde, statt wie bisher Pflanzenwachstum zu beschleunigen, es am Zielort regnen lassen und damit eine magische, wenn auch eingeschränkte Version der Wettermanipulation darstellen. Parallel dazu hat auch jede anbaubare Pflanze, einschließlich der Bäume, die die Förster setzen, eigene Vorlieben für Temperatur und Bewässerung. Bewässerung sollte aber dabei nicht mit Niederschlag verwechselt werden. Niederschlag ist zwar eine Bewässerungsquelle, Bewässerung funktioniert aber etwas granularer und kann auch durch andere Faktoren beeinflusst werden. Bewässerung errechnet sich für jedes Geländefeld daraus, wie viele der letzten vier Wetterphasen Regen waren, berücksichtigt also das Wetter der letzten 10 Minuten und ob es Süßwasser in unmittelbarer Nähe gibt. Daraus ergibt sich ein Bewässerungswert zwischen 0 und 4. Aus den Ansprüchen der verschiedenen Pflanzen ergibt sich dann, welche Biome für eine Pflanze geeignet sind, in welchen sie besonders gut wachsen und wo ihr sie beim besten Willen niemals werdet anbauen können. Die Konsequenzen, wenn die Ansprüche einer Pflanze nicht oder nicht mehr erfüllt sind, wären dann pflanzenabhängig. Nehmen wir Weizen als Beispiel. Weizen will gemäßigte Temperaturen und idealerweise einen Bewässerungswert von 2, also Mittelfeld, duldet aber auch Bewässerungsabweichungen von einem Punkt in jede Richtung. Wenn ihr für Bewässerung sorgt, könnte ich mir vorstellen, dass Weizen in der Wüste anbaubar wäre, wenn auch nicht zu idealen Bedingungen, weil es wohl langsamer wachsen würde. Reis dagegen würde sich besonders feuchte Gebiete wünschen, also einen Bewässerungswert von 4. Selbst wenn Reis wie Weizen eine Abweichung von einem Punkt duldet, könnte er dann nur zwei Zustände ertragen, 3 und 4. Darunter würde er entweder nicht wachsen oder langsam absterben. Ein tropischer Regenwald dagegen könnte, zumindest während der Regenzeit, ideal für Reis sein. Wenn wir trocknenden Lehm als Pflanze behandeln, wünscht er sich eine Bewässerung von 0 und viel Hitze, käme aber auch in gemäßigten Zonen zurecht, während er in feuchten Gebieten einfach kaum trocknen würde. Wo wir schon von Regenzeit sprechen, Biome ermöglichen auch, dass die Jahreszeiten für jeden Fall angepasst werden können, um auch Regionen abzubilden, wo die vier Jahreszeiten, die wir aus gemäßigten Gebieten kennen, nicht gelten würden. So braucht man dann auch keine Sonderregeln dafür, was zum Beispiel im Winter in Sandwüsten passieren soll. Das System würde bewusst entsprechendes Verhalten für jede Region mit einplanen. In tropischen Gebieten würden die Bedingungen für den Anbau von Weizen vielleicht das ganze Jahr hinweg passen, weil man müsste einen Weg finden, die Trockenzeiten zu überbrücken. Was die europäischen Jahreszeiten angeht, sollte insbesondere der Winter eine große Rolle spielen, denn hier werden die meisten Pflanzen zumindest in gemäßigten Zonen nicht anbaubar sein. Wenn die Minen also durchlaufen sollen, müssen Vorräte angelegt werden. Was den Jahreszyklus betrifft, steht auch nicht so ganz fest, wie lang dieser sein soll.
40 Minuten würden etwa 10 Minuten pro Jahreszeit bedeuten und wenn man jede Jahreszeit in 4 Wetterphasen aufteilt, wäre eine Wetterphase etwa 2,5 Minuten lang. Ein 60-minütiger Zyklus könnte insofern mehr Sinn machen, dass eine Stunde dann in-game etwa einem Jahr entsprechen würde. Die Wetterphasen würde ich dann aber in der Länge belassen wollen, da sie dann granular genug sind, um unterschiedlich lange Wetterereignisse zu ermöglichen, ohne dass die Gefahr besteht, dass das Wetter zu schnell hintereinander umschlägt. 60 Minuten könnte aber mit Blick auf die durchschnittliche Länge eines S4-HGHG60-Matches zu lang sein. Viele Spiele würden schon enden, bevor der zweite Winter oder der dritte Frühling eintritt. Das könnte aber auch einfach eine Entscheidung sein, die sich auf der rein konzeptionellen Ebene einfach nicht treffen lässt, weil nicht abzuschätzen ist, ob sich das auch gut spielen würde. Zusätzlich zum Effekt auf Pflanzen kann Wetter natürlich weiterhin Nebeneffekte auf andere Spielaspekte wie Sichtweite haben, sodass manche Zauber indirekt sekundäre Auswirkungen auf das Kampfgeschehen haben können. Parallel dazu hätte ich auch gerne einen Tagesrhythmus, wobei der in erster Linie kosmetisch wäre und vermutlich bei einem echten Projekt als erstes der Schere zum Opfer fallen würde. Da man schlecht die Sichter ein Drittel bis die Hälfte der Zeit schlafen lassen kann, würde die Nacht wahrscheinlich nur Dinge wie die Sichtweite reduzieren. Hier geht es auch mehr darum, den Zeitverlauf natürlicher zu kommunizieren als mit einer Missionsuhr in der Ecke. Ein Tag entspreche dann einer Jahreszeit, damit wir nicht im Minutentaktwechsel zwischen hell und dunkel haben. Noch offen ist die genaue Implementierung von Bewässerung. Ich hätte gerne, dass alle Süßwasserquellen berücksichtigt werden und der Spieler auch eigene Gräben anlegen bzw. Bäche erweitern kann. Das, was wir aus Siedler 4 als Fluss kennen, degradiere ich hier zum Bach, während Flüsse nicht ohne weiteres passierbar sind, von etwaigen seichten Übergängen mal abgesehen. Der aktuelle Stand ist, dass alle Süßwasserquellen den Bewässerungsgrad von Geländefeldern in einem gewissen Umkreis um 1 erhöhen. Dies könnte auch vorübergehend durch manuelle Bewässerung per Eimer erreicht werden. Abgesehen von der zusätzlichen Komplexität beim Ackerbau, wobei diese sich für die einzelnen Völker an Grenzen halten sollte, können wir nun auch die Unterschiede zwischen den Völkern stärker hervorheben. So ist geplant, dass die Chinesen nun statt Weizen Reis als Hauptnahrungsmittel nutzen. Das ließe sich mit dem neuen System wesentlich eleganter lösen, als Reis einfach an Sümpfe zu binden, was mit Blick auf die Realität auch nicht so viel Sinn ergab. Aber auch die Mayas könnten nun statt Weizen Mais bekommen und die Drei-Schwester-Methode anwenden. Von den verschiedenen Mana-Pflanzen ganz zu schweigen. Wir brauchen so nicht für die diversen Pflanzen eigene Terrantypen, die für die anderen Völker schlimmstenfalls völlig nutzlos sind und auch sonst keinen weiteren Zweck erfüllen, sondern können uns daran orientieren, wo diese Pflanzen in der Realität zu finden sind. Und als Nebeneffekt dieser höheren Vielfalt könnte man den Spielern auch einen sinnvollen Grund zum gegenseitigen Handel liefern. Dazu sage ich mehr, wenn wir zum Thema Handel kommen, aber ich kann schon mal sagen, dass ich nach Möglichkeit keine Umwandlung mehr zwischen den völkerspezifischen Waren haben möchte, wie Siedler 4 sie eingeführt hat. Da dieses Thema hier aber so eine große Hürde war, die nun weitgehend überwunden ist, hoffe ich, dass die weiteren Themen nicht mehr ganz so lange auf sich warten lassen müssen.